Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Modern Warfare 2. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, auf jeden Fall. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Hab Sichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Na, das war ein Glück. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Dich, okay. Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Ja, hat ja wunderbar funktioniert. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Café, Gas. Okay. Den habe ich doch schon mal gesehen. Ach, jetzt. Ja, irgendwie scheint er sich festzusetzen. Nimm. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zu Laswell. Ziehen wir das durch. Ja, der Typ scheint einige Brüder zu haben. Zwillingsgeschwister. In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Gas. Okay. Gas, du musst in die Gasse rein. Ach, ich muss, ich dachte, ich soll die Granate da reinschmeißen. Oh. Okay. Es wird laut in der Gas, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Oye, Roger. Du! Quédate donde estás! Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Captain. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Unauffällig. Das Kartell verlegt ihn, Gas, zum Café. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin gerade unglaublich. Ich besorge Evakuierung. Unkonzentriert und schlecht. Bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Kartell hinter uns. Achtung, Sergeant. Watcher 1, wir werden beschossen. Drei Feinde sind südlich von uns. Verstanden, ich komme. Achtung, die Polizei ist auf dem Weg. Noch 3 Minuten. Alles klar? Sicher. Ach, mit 3 war das verbergen. Spritze. Hoch mit ihm. Ja,
Sehr gut. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Colonel Vargas. Stacey Flaswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft. Habe alles im Blick. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie können gerade Hassan wegbringen. Okay, ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalten. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Stimmen. Ah, haben sie... vier Feinde. Mach das Licht aus. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mirda, er ist rüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen ihn helfen. Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Sichtkontakt! Negativ. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Ja, vielleicht haben sie wegen der des Akzents Untertitel gemacht. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Raja. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Lass ihn mal hier entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Boracá. Hey! Was für ein Scheiß? Sie sind drinnen. So, ein bisschen was von Battlefield Hardline. Das Haus an der Ecke. Entendido. Sichtkontakt. Mach auf! Ich gebe Deckung. Was ist euch hier? Die Polizei ist unter. Geh an die Tür. Hier wohnen Leute und wir gehören nicht hierher.
Spezialeinheit! Spezialeinheit! Gibst du auch, runter Mann? Mit der Waffe! Dich. Treten Sie zurück! Okay! So, nicht schießen! Nicht schießen! Die Männer, die hier durchkommen, wo sind die? Die sind da lang! Rodolfo, oh. Los geht's! Warte, wir sind an der Ecke des Lagerhauses. Ziel bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Kartell patrouilliert. Schalte sie aus. Ja, der einen lebt noch. Alles sicher. Gut. Der Spekator. Schau, sie sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Hier durch. So, quetschen wir uns auch nochmal durch. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. Eine Verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass ihn nicht an, verdammt! Keine Scheißbewegung. Antworte! Draußen! Rechte Seite! Ich sagte, Hände hoch! Welches ist das Lagerhaus? Blau, zweistöckig, am Ende der Straße. Okay, ihr habt, was ihr wollt. Jetzt geht! Denk lieber zweimal nach, bevor du dich bewegst. Rodolfo, auf geht's. Roger. Okay. Lokale Polizei. Lass mal an Bord gehalten. Die scheiß Waffen fallen lassen. Super. Tu einfach, was ich sage. Wir klären das. Tu gefälligst, was ich dir sage. Oder ich knall dich ab. Kapiert? Vortreten. Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen. Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen. Ah ja. Colonel Alejandro Vargas, Spezialeinheit. Wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zugelassen. Okay, das war's mit euch. Das sehen gut. Ich versperre die Ausgänge. Okay, ihr seid gar nicht mal so schlecht ausgerüstet. Entrando. So, hallo, hallo, hallo. So, sicher ist sicher. Mhm. Auch nicht schlecht. Gut, da hat sich niemand versteckt, großartig.
Ich hoffe für dich, dass ich nicht bereue, dich leben zu lassen. Geh in den ersten Stock. Achte auf Flüchtige. Du hast was damit? Na, erstmal nix. Zum letzten Korridor. Erster Stock. Wie es scheint. In der Falle. Entendido. Verbrennt alles. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Rodolfo, ich gehe jetzt rein! Koronel, nicht! Ich komme nicht raus! Rodolfo, wo bist du? Hör zu! Hassan ist nicht hier! Wie es aussieht, bringen Sie ihn weg! Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McTavish! Nenn mich Soap! Lieutenant! Lashwell sagt, alles sage in Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug! Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das ist Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Vamos, muévanse. Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Viel Bewaffnete. Hey, hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Vaqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern?
Narkomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für sein Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre. Der Namenlose. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier reingekommen. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Er versetzt Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. Im Führer, bei mir sammeln. Rubiata. Feuerfreigabe, Vaqueros. Wollen wir sehen. Wo halten Sie denn Hassan? Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Todos los Víctors estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Sicher, los! Okay. Sind weg. Das Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Gut, dann auch hier mal wieder gerade am Anfang der Mission ist die Folge zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.